Herzlich willkommen hier zurück zu Minecraft Hardcore. Und wir machen direkt weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ja, ich hoffe, euch geht soweit ganz gut. Ich hoffe, ihr seid gut durch Silvester und Weihnachten durchgekommen. Und so langsam holt ein das Leben wieder ein. Das heißt, die Ferien sind wohl oder mehr oder übel vorbei. Ja, mal gucken. Also. Was hatten wir vor? Wir wollten hier uns eine kleine Base bauen. Doch dafür benötigen wir Holz. Da es jetzt gerade Nacht ist, wäre es eine sehr schlechte Idee, instant loszulaufen und Holz zu farmen. Aber wir können ja schon mal... Obwohl, ein bisschen Holz haben wir doch, oder? Genau, wir haben immerhin 11 Holz. Das können wir nochmal ändern hier. Wir können uns mal andere Waffen bauen, sehe ich gerade. Dafür brauchen wir wieder Sticks. Und zwar ist mir wichtig, dass wir auf jeden Fall ein Schwert haben. Das wäre super. Ich höre einen Zombie von der rechten Seite. Habe ich die Mikrofone? Ja, habe ich richtig rum? Okay. Ah, da kommt er schon. Der hat uns wohl von einer anderen Insel aus gesehen. Das heißt, wir sollten da vielleicht auch nochmal eine Fackel drauflegen. Geh weg. Hopp. Verschwinde. Nerv nicht. Wuff. Mann. Jetzt müsste es eigentlich ein bisschen schneller gehen, weil wir jetzt ein anderes Schwert haben. Was drehst du dich denn zu? Was drehst du dich denn weg? So. Gleich haben wir es. Ich denke mal, einen Schlag noch. Dann ist er. Was ist das da hinten? Achso. Und dann. Noch. Die braucht. Alter, die halten ganz schön was aus. Sind die nachts stärker als tagsüber? Ist eine gute Frage, ne? So, jetzt ist er kaputt. Der hat was fallen lassen. Fleisch. Also Rotten Flesh. Verrottetes Fleisch. Und. Ja. Was wollte ich? Ah, genau. Nee, hä? Was habe ich jetzt gemacht? Moment. So. Ich wollte noch eine Spitzhacke bauen. So, eine zumindest haben. Aus Stein. Und vielleicht noch eine Axt. Dann haben wir die nämlich durch. Die Sticks. Geht das auch so? Ja, das geht auch so rum. Schön. Eine Stone Axe. Und bei der Schaufel, da lassen wir es mal. Das bleibt so. Sehr gut. Was wir noch machen können, ist eine Truhe bauen. Aber ich denke mal... wie machen wir das denn? Ich werde wohl hier so ein Kreuz hinbauen. Und ich... Moment, erstmal nehme ich das mal hier wieder weg. Und dann nehmen wir nochmal das hier weg. Und dann wollte ich... Also ich will jetzt nicht einfach eine Hütte, so ein Viereck hier hinbauen, was hier schwebt, sondern ich will so eine Art Plattform bauen. Sodass die gar keine Chance haben, quasi hier überhaupt zu spawnen. Wie mache ich das denn? Ich würde mal sagen, ich fange hier an. So. Ne, was... Moment, wir brauchen ja das. Was mache ich denn da? Ich bin gerade erst vom Training wieder gekommen, das heißt, ich bin ein bisschen... Irgendwie nicht ganz bei der Sache. Moment, was? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 6 dürfte wohl reichen. 1, 2, 3, Moment, 4 verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist das richtig? Aber jetzt bin ich, Moment, irgendwie bin ich. 1, 2, 3, 4, 5, ne, passt doch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na toll. Na toll. Ja. Dann bauen wir den hier hin. So, so. Und sozusagen eine kleine Erhöhung. Moment mal, wie kommen wir denn dann überhaupt wieder runter? Das ist ziemlich dämlich, was ich gerade mache. Aber egal, wir wollen jetzt einfach hier oben erstmal unser Haus hin. Wir können das ja auch so. So bauen. Das sieht dann vielleicht ein bisschen schöner aus. So. Und dann habe ich noch Sand. Das können wir vielleicht ein bisschen auffüllen. Dann spare ich mir nämlich das eine Holz. Oder die beiden Holzteile. Aber schon hier am Holz sparen. Ist ja unglaublich. So.
Das machen wir hier mal so. Wupp, Holz. Und hier auch nochmal Holz hin. Und dann. Moment, zwei habe ich noch. Dann machen wir das so, wie das schön aussieht. So. Okay, also ich will nicht ganz so sehr auf Schönheit achten, aber. Das ist eine gute Idee, oder? Also mit dem Bau der Hütte hier so auf der kleinen Insel. Ich meine, im Wasser können die ja nicht spawnen, soweit ich weiß. Und es wird wieder Tag, das ist super. Sind hier in der Nähe dann irgendwo Creeper oder so? Da hinten ist eine Spinne. Schwein, Schwein. Nö, sonst ist hier nichts. Das ist ja mal gut. Okay, dann gehen wir gleich ein bisschen Holz holen. Noch ein bisschen mehr Stein. Und dann können wir anfangen. Und also kann ich anfangen, die Hütte hier zu bauen. Das sind quasi die Umrisse. Die kommt oben drauf. Und dann bauen wir uns ein kleines Flößlein hier vorne hin. Ein Boot oder so. Mit dem wir dann immer. Wobei, das kann man auch schön ins Haus integrieren, ne? Wenn ich jetzt hier so eine Erhöhung baue mit Wasser und dann quasi das Boot quasi nehme, um da hoch zu schwimmen. Dann brauche ich keine Tür, sondern einfach nur so eine Andockstation für mein Boot sozusagen. Egal, das sehen wir ja gleich. Ich gehe jetzt erstmal rüber. Moment, noch ist es nicht Tag. Noch sind die Spinnen, glaube ich, aggressiv. Weil bis ich da bin, ist es Tag. So, komm, auf geht's. Sei kein Pussy. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Es geht los, es geht los. Wir gehen Holz hacken. Holz hacken, Holz hacken. Ich sprinte mit Absicht nicht. Jetzt würden einige bestimmt denken, warum sprintest du nicht? Es dauert so lange, bis du da angekommen bist. Erstmal, es dauert nicht lange. Und zweitens, Sprinten verbraucht Nahrung. Und Nahrung brauche ich, wenn ich. Du hast gegrunzt, okay. Nahrung brauche ich, wenn ich, wenn ich angegriffen werde. Also zum Heilen. Deswegen gehen wir mit Nahrung ein bisschen sparsam um. Noch. Also, später ist mir das egal, aber jetzt. Das war das Blatt. Ich schieb Paranoia, weil ich Angst habe, dass wir jetzt schon sterben und dann. Richtig, dann lacht ihr euch tot. Und ich möchte nicht, dass ihr stirbt. Holz. Mehr Holz, mehr Holz, mehr Holz. Jo. Was haben wir denn hier noch? Schönes. Ist da oben noch was drauf? Ist da noch was drauf? Nee, es verschwindet. Es verschwindet, es verschwindet, es verschwindet. Es verschwindet, das ist gut. Okay, wir brauchen mehr Holz. Mehr Holz, mehr Holz, mehr Holz, mehr Holz, mehr Holz, mehr Holz. Badadam. Wenn ihr wollt, dass meine Freunde da mal mitspielen, also wir, falls ihr das nicht wisst, wir leiten diesen Kanal quasi zu dritt. Ich bin so der Minecrafter. Dann gibt es noch Nils, der spielt so mehr so Hearthstone und so ein Kram. Und das spiele ich übrigens auch. Und dann gibt es noch einen Jan, der spielt eher so Ballerballer-Ballerspiele, Ballerballer-Ballerballer-Ballerballer-Spiele. Ja, und warum sage ich euch das? Genau, wenn ihr wollt, dass wir das mal zu dritt irgendwie spielen, schreibt es in die Kommentare. Wenn die das lesen, dann sagen die sich bestimmt, hey, ja, ihr wollt, dass wir das zu dritt spielen? Das können wir regeln. Ja, und dann spielen wir das zu dritt. Wäre doch toll, oder? Gib mir das Holz. Ja, damit. So. Wobei ich sagen muss, dass Jan selber auch sehr gerne Minecraft zockt. Wir haben schon mal privat einen Server aufgesetzt und dann gezockt. Aber leider musste ich meinen Rechner neu machen und dabei ist der Server. Achso, aber die greifen mich ja über Tags nicht an, ne? Die machen ja keinen Stress. Alles klar. Bleib mal schön da in der Ecke, du Spinne. Also ich habe mit Spinnen an sich keine Probleme, also in Real Life. In Real Life. Aber hier können die schon helfen. Ich, weißt du was? Oh ey, nein, ich lasse es. Ich bin eine Pussy. Ich lasse es einfach. Solange ich keine Rüstung habe, lege ich mich nur mit denen an, weil ich weiß, was für stark die sind. Also die Zombies halten 5 Schläge aus, habe ich mir jetzt gemerkt. Mit dem Holz, mit dem Steinschwert. Die Creeper weiß ich gar nicht. Den habe ich ja erst mit dem Holzschwert kaputt gemacht. Das waren aber 10 Schläge oder so. Ich denke mal, dass der gar nicht mal so viel mehr Schaden aushält. Allerdings, wenn der Buff macht, wenn der Boom macht, dann ist Sense. Ach so, ich muss die Sprösslinge mitnehmen. Nee, ich will nicht sprinten. Ich fange schon wieder an zu sprinten. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Noch brauche ich. Wobei, ich mache das hier mal ohne. Ich lasse die Bäume hier mal weg.
Aus dem ganz einfachen Grund, weil die keinen Schatten werfen. Und dann, wenn hier irgendwie Zombies oder so spawnen sollten, dann verbrennen die tagsüber. Der Baum verschwindet, doch, der verschwindet auch. Okay. Aber ich nehme die Sprösslinge trotzdem mit. Die kann man bestimmt verbrennen. Kann man bestimmt anstatt Kohle kann man die bestimmt benutzen. Auch wenn die nicht lange brennen werden. Aber egal. Das macht nichts. Wir werden alles verwenden hier. So, jetzt habe ich gleich ein Stack. Hallo? Hallo? Dü-dü-dü. Oh Mann, das eine Stück da, ey. Komm her jetzt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe keinen Bock noch was da. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Komm her. Ein bisschen nach vorne. Noch ein bisschen. Na. Es hat aber funktioniert. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, oh, warum steht da einfach ein Stück Holz dahin? Ja, ich mach's ja schon. So. Jetzt geht's aber, oder? Man kann es auch kompliziert machen. Ja, so, das dürfte genügen. Ich brauche kein ganzes. Hör auf zu sprinten, Digga. Ich brauche kein ganzes Stack. So ein bisschen rein. Moment. Wenn ich schon mal hier bin, dann nehmen wir uns auch gleich noch mal ein bisschen Stein mit. Oh, Angst. Ich habe so Schiss, dass mich gleich die Spinne attackiert. Geh weg, Spinne. Tut mir nicht weh, ich habe dir nichts getan. Weil ich glaube, das hat nichts mit der Nacht zu tun, sondern mit Dunkelheit. Wenn die mich jetzt hier reinfällt, sich entschließt, dem folgen wir mal und dann hier unten ist, dann wird die Akku schief. Und dann kriegen wir aufs Fressbrett. Und zwar richtig. Die können, glaube ich, so. Die sind, ich weiß nicht, ob die giftig sind. Na. Okay, jetzt holen wir uns ein bisschen Steine. Nur so 20 Stück. 20 Stück Stein. Ja, ein bisschen mehr. Ach komm, machen wir gleich 30. Dann haben wir's. So. Was haben wir jetzt? 28, noch 2. Ich habe gesagt 30. So, wupp, wupp. Alles klar. Noch ein bisschen Stein geklaut. Kohle wäre gut. Was ist das da, Kohle? Gott, hier geht's richtig tief runter. Oh Gott. Guckt euch das mal an. Guck mal da, da ist ein richtig langer Riss. Okay, ich habe ja einen Riss gefunden. Da ist auch Kohle, Kohle, Kohle. Ich könnte das wahrscheinlich nicht sehen, weil das bei euch ja durch das Rendern wird das mal ein bisschen dunkler. Hier ist Eisen. Ich denke mal, es ist Eisen oder Gold. Ich denke mal, es ist Eisen. Kohle. Da unten steht ein Zombie. Genau da. Da gucke ich auch ziemlich verdutzt an. Und da ist noch mehr Eisen. Aber ich bleibe fürs Erste erstmal hier oben. Eisen brauchen wir erstmal nicht. Doch, eigentlich schon. Aber. Damit baut man seine erste Rüstung sozusagen. Ich bleibe noch so lange hier. Ich fahre noch ein bisschen weiter. Solange es quasi Tag ist. Denn in der Nacht können wir quasi bauen. Ach so. Auf dem Rückweg nicht vergessen, wir müssen hier eine Fackel hinlegen. Also auf dieser. Nicht hier, sondern da auf diese Insel. Damit da kein Zombie spawnt. Das könnte uns eventuell hilflich sein. Hilflich sein. Oh, ich rede schon wieder so ein Bullshit, ne? Leute, wenn euch das nervt, macht einfach, ich würde es verstehen, wenn ihr einfach die Musik ausmacht, den Ton ausmacht. Und dann, euch das Ganze anguckt, ohne mein Quatsche. Boah, hallo, oh, guck mal, der hat gelbe Augen. Soll man den schlachten? Ich meine, streicheln? Nee, egal. Wir holen uns noch ein bisschen mehr Holz, da habe ich was liegen lassen. Das ist anderes Holz, das will ich nicht. Ich will dasselbe Holz haben. Wir können ein bisschen hier mal. Es wird dunkel. Es wird dunkler. Es ist gerade einen Tacken dunkler geworden. Ich will mal gucken, was da hinten noch so ist. Ups, Entschuldigung. Entschuldigung. Da war ein Bäuerchen. Ich habe gerade Eiweißshake getrunken. Und. Ah! Da ist eine Höhle. Das ist gut. Wollen wir mal hingehen? Noch haben wir ein bisschen Zeit. Wir gehen da mal hin. Wir gehen außen rum. Ich habe Angst, dass ich runterfalle. Und vielleicht ist da ja Kohle drin. Dann haben wir ein bisschen Kohle. Da ist ein Huhn. Oh. Loch, ein Wasserloch. Wasserlöcher sind gut. Wasserlöcher sind gut. Wasserlöcher sind gut. Wasserlöcher sind toll, toll. Nicht, dass wir gleich einen Creeper pullen oder locken, anlocken, anlocken. Ne, aber wir wollen ein bisschen Kohle haben. Oder ich will Kohle haben. Und ihr hofft, dass ich Kohle finde. So muss das sein. Und war ja klar. Ich
Mann, warum habe ich es. Was soll das denn? Warum habe ich denn so viel Pech, ey? Erst fange ich auf zu einer Kackinsel an, das heißt, ihr müsst zugucken, wie ich ein bisschen rumschwimme. Was mir die ganze Aufnahme versaut hat. Nein, Spaß. Aber. Und jetzt sowas, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Meine Güte, ey. Keine Kohle da. Nicht mal ein Brocken. Wahrscheinlich hätte ich ein bisschen nur hauen müssen, dann hätte ich Bock Kohle gefunden, aber hier habe ich keinen Bock zu gerade. Ich will Kohle so finden. Wobei, doch, das mache ich jetzt. Doch, 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 doch. Moment, wo war das? Ich habe schon Orientierung verloren. Genau, ich werde mich da ein bisschen. Da war ja kein Creeper oder so. Creeper. Creeper. Dungeon Creeper. Vielleicht finden wir ja ein bisschen noch Kohle. Das ist voll langweilig, ne? Ich finde das Meinen an sich richtig langweilig. Also es gibt ja Leute, die mögen das. Kannst ja auf einer Stelle rumzukloppen. Ich finde, das ist. Ui, geht kaputt. Ich finde, das ist todeslangweilig. Es gibt. Also ich. Minen finden und darin rumlaufen ist cool. Aber so, da was ich jetzt gerade mache, ist echt öde. Vor allem, wenn ich jetzt sterbe, war das umsonst. Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Ja. Okay. Ja, wisst ihr was? Weißt du was, Minecraft? Fick dich. Keine Kohle. Ja, mir scheißegal. Mir egal. Die Sonne geht unter. Wo bist du noch immer rund? Ja, sieht nur so aus, weil es leuchtet. Lalalum. Vielleicht finden wir hier irgendwo Kohle. Im Wasser. In the water. In the water. My English is very good. Kleiner. Hi, Tim. Ich habe mir selber den Ohrwurm verpasst. Das war nicht gut. Großer. Hi, Tim, Tim. Wow, ist so dumm. Alles gut, ne? Alles gut. Lal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 
Xardas Turm. Ja, genau. Scheiße. Ich habe gehofft, dass es zu mir springt. Mein Holz. Wenn ich jetzt runterspringe, dann muss ich es wieder hinsetzen. Ne, scheiß drauf. Dann ist ja nur ein Holz. Die spawnen die auch mal wieder. Wisst ihr das? Wisst ihr das zufälligerweise? Ich weiß es nicht. So. Noch ein bisschen Holz. Lalala. So. Wir haben unsere erste Platte geschaffen. Ja. Es ist so herrlich. Es ist so herrlich. Unsere erste Platte. Okay. Jetzt werden wir hier mal so ein bisschen die Wände hochziehen. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Wupp, wupp. So. Wupp, wupp. Oh, schwierig. Wisst ihr was? Ich mache einfach mal. Nicht, nee, alles will ich nicht. Ich will mir so ein bisschen designerisch soll das schon aussehen. Das wollte eigentlich daraus dann die Dächer machen. Aus den Dingern. Dun, 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 dun. Ach ja, genau. Ich wollte ja hier so eine kleine Einfahrt machen, sozusagen. Oder? Baue ich mir einfach so einen kleinen Steg noch links dran. So dass ich mit so einem, wo ich einfach nur aufs Boot hüppe und dann. Das kann ich machen. Das ist eine gute Idee. Wollte ich mal rüber. Na, sag schon. Dingsen. Oh Mann. Rüber schwimmen. So. Ja, es ist schon spät. Es ist jetzt, ich glaube, fast 11 oder so. Ich bin gerade vom Training gekommen, wie ich ja schon gesagt habe. Und irgendwie will mein Gehirn nicht mehr so wie ich. Aber hey, Wayne. Ja, jetzt. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. So. Und jetzt bauen wir. Moment, da ist vorne, da ist ein Zombie, da ist ein Skelett und da ist nix. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und da ist die Spinne da hinten. Jetzt wollte ich so ein schräges Dach bauen. Das geht dann quasi so schräg hier hoch. Würde das cool aussehen? Bestimmt, oder? Machen Sie aber mal. Ich will mir bauen. So. Kommt er? Er kommt. Er hat mich entdeckt. Na komm hier. Shit, wenn der im Wasser ist, dann brennt er auch nicht, ne? Aber hey, Wayne. Erstmal geht's um. Wie mache ich das denn? Moment, modern Holz hin. Das kommt gleich wieder weg, weil ich will das so, dass das nach vorne guckt. Wisst ihr, was ich meine? Also. So, genau. So war gut. Ja, Zombie, geh mir nicht auf den Sack. Geh mir nicht auf den Sack. Geh weg. Jetzt bräuchte ich irgendwie Eier oder so, mit denen ich mir werfen kann. Wenn ich jetzt runterfalle, wäre auch doof. Ich gehe mal lieber ans Ende. So. Da kommt noch einer. Fuck, das war falsch. So. Und da ist ein Zauberer. So. Hä? Wie sehen die mich denn bitte? Hey, das ist ein Schlumpf. Okay, egal. Ich jumpe. So, jetzt baue ich hier nochmal kurz meine. So. Und dann brauchen wir nochmal das hier. So. Jetzt werde ich eine kleine Öffnung hinbauen. Und hier kann ich, wenn der mich entdeckt, kann ich quasi runterkloppen. So, jetzt kommt er her. Und dann kriege ich Erfahrungspunkte. Und Leute, wo ist der Schlumpf hin? Verschwinden die manchmal einfach so? Oder ist er jetzt hier irgendwo runtergejumpt? Das ist auf jeden Fall ein Creeper. Hatte ich letztes Mal mit dem schwarzen, was auch immer das war, auch. Geh weg, geh weg. So, eins. Hehe, funktioniert. Zwei. Ja, komm doch her. Komm doch. Komm durch. Drei.
zähle jetzt gerade mit. Vier, wenn ich wissen will, ob es wirklich 5 Schläge waren. Ich glaube, es waren wirklich 5 Schläge. Alter, 5 Schläge für ein Zombie? 5. Tatsache, 5 Schläge. 5 Faustschläge in his face. Okay. Jetzt warum kommt er nicht näher? Ah, der kommt näher, oder? Oder hast du Angst bekommen, Zombie-Man? Ich finde seine Fratze so cool. Ja, komm her. Dim, dim, dim. Komm doch hierher. Ich tu dir nichts. Dim, 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 dim. Es wird wieder Tag, glaube ich. Aber er wird da nicht verbrennt, das ist das Doofe, weil der Ding ist ja nur. Ist ja Watte. Oh, komm jetzt her, Alter. Brauchst du mir eindeutig viel zu lange. Ich kann doch nicht weiterbauen, wenn du mich ablenkst. Dem Gejaule. Zack. Muss ich wieder warten, ne? Oh, Mann. Verdammt nochmal. Komm her. Mach keinen Stress jetzt. Zack, noch einmal. Noch andere Kreatur? Nein. Ein noch. Ne, da ist nichts. So. Damit haben wir den erledigt. Verdammt, ich bin wieder hoch. Ich hätte auch irgendwo noch einen Haufen Dreck hier. Ich hab ein Glas voll Dreck. Ich hab ein Glas voll Dreck. So. So. Okay. Ja. Ich hab ein Glas voll Dreck. So. Jetzt kommt. Wie mir das nochmal gedacht? Genau so. Dann so. So. Ach so, ja, dabei war so, 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 so. Oh, oh. Ich kann das überhaupt nicht. Dieses, es gibt ja Leute, die können das, ne? Ich kann das. Ne, wow, ich bin was runtergesprungen. Warum spricht er automatisch? What the hell? Oh. Toll. Richtig gut gemacht. Wir müssen uns mal kurz eine kleine Treppe hinbauen. So. Und. Moment. Verdammt. Verdammt. Ja, so. Die kommt gleich wieder weg. Ich muss da nur mal. Oh Mann, ich bin zu doof zum Steuern. So. Was habe ich gesagt? Ja, die kommt da gleich wieder weg, weil. Oh Mann, ey. Der Herr Mendes ein bisschen zu blöd ist, sich ein Dach zu bauen. Mann, Mann, Mann. So. Noch eins. Ich will kein steiles Dach, sondern ich will so ein flaches Dach haben. So. Wenn ich hier runterfalle, dann ist aber Sense, wa? Ich erhöhe euch die Steuern. Gewählt ist gewählt. Ihr könnt mich jetzt nicht mehr feuern. Das ist ja das Geile an der Demokratie. Ich greife euch tief in die Taschen. Jeder von euch, Spackus, bla bla bla. Ich weiß nicht. Na 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 na. Oh yeah 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 yeah, wow. Okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr Holz, glaube ich. Das geht, glaube ich, nicht komplett auf. Obwohl, vielleicht gerade so. Oh Gott, ich weiß, es geht schief. So, na doch nicht. Moment. So. Auf mein Geruch. Wenn ich wupp mache, heißt hinlegen. Wupp. So. Warum gehorchst du nicht? Badabadam, bam, badam, badabadabadabam, bam, bam, dadam, dam. Ich frage euch bestimmt gerade, warum baut er so ein dämliches Dach? Ja. Das ist eine gute Frage, das weiß ich selber nicht. Vielleicht, weil es modern ist?
Oder weil ich aber einen Knall habe. Eins von beiden kann es sein, ihr könnt es auch suchen. Da 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 dam, dam da dam. So. Scheiße, ich komme wieder runter. Ohne mich zu maulen. Ich spreche mal ins Wasser. Ue, Geronimo! So, okay, alles gut. Ja, überlebt. Sehr schön. Achso, die Fackeln. Die Fackeln, die brauche ich. Nein! Nein! Nein, nein! Ich will meine Fackel wieder haben. Verdammt. Mist. Mist, 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 Mist. Den muss ich tatsächlich. Oh. Muss ich in der Tat. So. Darf ich das da wieder hinlegen? Man, ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. Doch. Alles gut. Alles gut, Santino. Alles gut. Alles gut. Das Leben ist kein Ponyhof, ja? Das Leben ist kein Ponyhof. So, jetzt die Fackel. Die kriege ich doch wohl bitte, ohne dass sie da reinfällt. Danke. Mann. Ficker, ey. Fickfackel. Ja, die Fackel gemeint. Scheiße, Fickfackel. Moment, jetzt will ich hier nochmal. Mist. Ich wollte keine Fluchwörter nennen, da gucken bestimmt Kinder zu. Aber hey, Wayne. Moment, zack. Zack. Oh. Ah, ich habe ja noch Holz. Hey, es geht bestimmt genau auf. Uff, okay. So. Aber ich brauche ja noch Holz für das Boot. Okay, geschafft. Yeah, ich brauche noch mehr Holz auf jeden Fall, weil es kacke aussieht so. Ich wollte, dass es ein bisschen vorsteht. Ich wollte mein Holz, mehr Holz, mehr Holz, mehr Holz. Ja, ich wollte, dass das so ein bisschen hervorsteht. Oh Gott, sieht das kacke aus. Noch sieht es kacke aus. Es sieht gleich cool aus. Ich zeige euch, es wird gleich cool aussehen. Da kommt noch links, kommt noch einer dran. Rechts kommt noch einer dran und dann wird es noch ein bisschen vorstehen und dann sieht das bestimmt ziemlich cool aus. Und dann kommt da noch einer dran. Ich bin Designer, glaubt mir, das wird gut aussehen. Okay, es geht weiter. Holz, 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 Holz. Ich brauche gerade viel Holz. Holz ist immer gut. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Holz. Hallo, gib mir mein Holz. Danke. So, was da da. Guck mal, wir haben, das ist, finde ich cool, dass, obwohl wir ganze Zeit wach sind, wir keinen Hunger haben. Also, solange ich nicht sprinte oder verletzt werde, ist alles gut. Dann verlieren wir anscheinend. Das wollte ich gerade vermeiden. Verdammt, eigentlich wollte ich. Da ist bestimmt noch irgendwo einer drin. Genau hier. Da ist noch einer. Bestimmt noch ein. Ne, das war's, ne? Okay. Dann. Da, den holen wir uns nochmal. Mist, ich muss Schafe finden. Ich hab's total vergessen. Ich hätte mir eine Insel aussuchen sollen, auf der Schafe existieren. Also, und alles allgemein. Allgemein keine Insel suchen, die nur so winzig ist. Aber wenn wir ein Schiff haben. Ich muss die Koordinaten merken, fällt mir gerade ein. Muss ich mir aufschreiben, wenn wir uns verfahren, dass ich wieder zurückfinde. Oder so. Oder verlaufe. Oder verlaufe. Ich bin ein Pirat. Ich bin ein Pirat. Ich bin ein Pirat. Pirat. Oh shit, jetzt meine Axt kaputt. Habe ich die andere dabei? Yes. Dum, 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 dum. Die nutzen wir nochmal. So, ja, Holz brauchen wir sowieso immer. Das heißt, ich kann euch mal einen Vorrat anlegen hier. Da ist ein. Okay, wir gehen hier lang. Warum? Keine Ahnung. Einfach nur so. Dum, dum, dum. Ist nicht wegen dem Creeper, der da hinten steht. Boah, ich muss im Auge behalten. Die sind ja. Mann, wo ist der hin jetzt? Shit. Das regt mich richtig auf, wenn ich nicht weiß, wo die sind. Ihr wisst das ja. Habe ich ja schon mal bei der letzten Folge gesagt. Wenn ich sterbe und ich weiß nicht wieso, dann drehe ich am Rad. Aber Wayne. Dum. Ja, so Wayne ist es auch nicht. Boah. Axt. Ein kleines bisschen Angst. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt wohl Sonnenschein. So, jetzt mache ich mal diesen Baum da hinten kaputt. Der nervt mich schon die ganze Zeit so ein bisschen. Bock, 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 bock. Oh, ah ja. Geil. Als hätte ich keine. Entschuldigung. Oh Mann. Komm, komm, komm. Komm. Ja, funktioniert nicht. Ja gut, dann machen wir nochmal einen hier hoch. Einen hoch. Ein hoch. So, jetzt funktioniert's. Hoffe ich. Können wir an den ran? Neun. Wobei, wenn ich einen Schritt nach vorne gehe, maybe.
Nein. Oh Mann, Shantino, stell dich nicht so dämlich an. Ist doch nur ein fucking Baum. So, wenn ich mich beim Baumschutz so dumm anstelle, warte mal, bis ich in der Mine bin. Warum? So, jetzt geht's. Ich wollte schon sagen, was ist das denn? Ja. Alles gut, Santino. Oh Mann, es ist spät, Leute. Es tut mir leid. Auch wenn ich nur Bullshit laber, es ist. Eigentlich rede ich immer Bullshit, aber. Aber ja. Nö? Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Oh. Ist noch eine Höhle? Ist da vielleicht irgendwo Kohle am Anfang zu sehen? Oh Gott, das ist. Ich weiß, es ist ein Fehler, da reinzugehen. Wieso ist hier keine Kack. Habe ich im Seed. Habe ich das irgendwo eingestellt? No Kohle? Da kommt ein Zombie. Ja, komm her. Komm hier, komm ins Tageslicht. Komm, komm. Du brennst halt ja nicht nur, ne? Komm. Panik. Boah, verdammt. Echt Panik. Ich bin zu doof, du. So, K.O. Noch brennt? Okay, rein da. Ich will Kohle haben. Kohle, Kohle, Kohle. Ohne Kohle kann ich das Dach nicht zumachen. Es ist ja schon zu. Fuck, ich brauche Kohle. Wieso ist hier. Wieso ist hier keine Kohle? Wieso ist hier keine Kohle? Creeper! Ich habe Creeper angelockt. Ich habe Creeper angelockt. Ich bin weg. Okay, warte. Kommt der raus? Ich stelle mich mal auf die andere Seite des Loches. Buh, nein, Spaß. Nein, das ist kein Creeper, es ist eine. Ah, Moment, hier ist ein Loch. Es wird schon wieder dunkel. Boah, da war doch was. Ah, ist da ist er. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Vielleicht können wir den runterboxen. Komm, komm. Ich bin keine Pussy. Ja, komm doch her. Junge. Ich hoffe, er stirbt beim Runterfallen. Nein, tut er nicht. Wir wissen, das waren jetzt drei Schläge. Nein! Ich lebe noch. Oh Gott. Alles gut. Ich bin irgendwie gegen den Baum gelaufen. Ich konnte nicht weiter zurück. Aber es hat ein richtig großes Loch ergeben. Hat es Kohle freigesetzt? Nein. Doch da. Nee, doch nicht. Alles klar, hätte schief gehen können. Achso, ich habe ja noch zwei Fackeln. Klatsch, klatsch. Dumm, dumm. Okay, wir gehen wieder zurück. Hey, kann man sein, ist das schon die zweite Nacht jetzt? Damn, dann ist das schon eine Aufnahme wieder vorbei. Oh man, es tut mir leid, Leute, aber ich muss das Ding noch schneiden und hochladen. Und das will ich am besten noch so weit machen, dass ich das, also morgen, Dienstag, den 2.2., nee, den 3.2. sehen könnt. Das heißt, ich muss gleich aufhören und dann schneiden, sodass ihr das rechtzeitig seht. Wisst ihr, was ich meine? Moment, bevor ich das tue. Aber weißt du was? Ich lasse da. Ich kann ja eine Tür bauen. Bum, 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 bum. Fällt mir gerade ein. Dann kommen die nicht so einfach hier rein. Moment, und Tür baut man wie? Wenn man das 6 so hochkant sozusagen? Ja. Was ist das für eine Tür? Aber das ist cool, da kann ich durchgucken. Das heißt, es ist nicht so eine verschlossene Tür. Das ist nicht schlecht. Das ist gar nicht mal so. Moment. Doch, alles gut. Ich mache die Tür nach innen, genau. Weil innen, ich frage, warum mal innen besser ist, weil dann kommen die nämlich hier rein sozusagen und stecken hier fest. Dann kann ich die Tür öffnen, klack, zuschlagen und zumachen, wenn das funktioniert. Theoretisch. Praxis praktisch eher weniger wahrscheinlich. Achso, Moment, ich kann noch mal eine Truhe bauen. Ich weiß, ich wollte die Truhe brauche ich jetzt noch und dann ist vorbei. Dann Leute, dann tut es mir leid. Da muss ich Abmoderation machen. Moment, ich brauche 8. Einer noch. Nein, ein noch, habe ich gesagt. Hörst du mal auf? Hörst du auf mich? So, danke. Also, naja. Wenn wir sterben, ist sowieso egal. Aber trotzdem. So, dann packen wir hier nochmal rein. Da. Ach, ich hab sogar noch Kohle.
Leute, sagt mir doch, dass ich Kohle habe. Nein, Spaß. Kann ich denn, ich will was testen, noch bevor ich, eine Sache will ich noch testen, bevor ich jetzt hier zumache, kann ich das da reinmachen und dann so? Brennt das? Es brennt! Bada-bom. Okay, cool, dann kriege ich noch mal ein bisschen Kohle. Aus einem Stück Holz gibt es ein Stück Kohle, wa? Genau. Super, dann wäre das als Brennmaterial. Das lassen wir. Ich kann gar nicht sehen, ob da draußen was ist, ehrlich gesagt. Das gefällt mir gar nicht. Ich hab doch da extra. Hinter uns kann nichts spawnen, weil da ist nur Wasser. Okay, da kommt. Bevor der hier ist. So. Ich weiß, ich bin ein Pussy, aber. So. Okay, den machen wir noch platt und dann Abmoderation. Aber sowas von. Versprochen. Ja, ich sage immer jetzt ab oder, aber nein, nein, nein. Den mache ich noch fertig. Ich kann nicht schlafen, wenn der. Ich bin nicht mehr dabei. Wenn der lebt und ich gehe schlafen, das geht nicht. Ich kann auch knurren. Bob. Ich nenne ihn Bob. Ich gebe jetzt den Zombies Namen. Das ist Bob. Hallo Bob. Eins. Fünfmal muss ich das Ganze machen. Zwei. Ja, so schön, oder? Das ist eine schöne Tätigkeit. Das könnte ein Beruf werden. Drei. Einfach stehen und runterschlagen. Ist da noch einer? Nein. Vier. Einmal noch. Geh doch nicht weg. Genau. Guck zu mir. Hast du gerade den. Da ist kein Mond. Oder hast du einen Kameraden gerufen? Nein. Ist da was? Nein. Ja, komm her jetzt. Komm näher. Ich treffe dich so nicht. So, 5. Alles klar. Gut, dann machen wir jetzt Abmoderation. Was heißt wir? Ich. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, guckt bei meinen Freunden in den Videos mal vorbei, wenn ihr dazu Bock habt. Wir haben noch ein paar Minecraft-Videos, Masterbilder und Build for Fun. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen da. Und wenn euch der ganze Kanal gefällt, dann wäre es echt super, wenn ihr den liken könntet. Und so werdet ihr auch garantiert keine Folge verpassen. Und es ist kostenlos. Es ist komplett for free. Gut, oder? Ne? Dafür kann man das doch mal machen. Okay, also. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, besser gesagt. Und man sieht sich. Bis denn. Bye.